Zur Stunde tagt das parlamentarische Kontrollgremium und Bundesinnenminister, der ja früher Kanzleramtschef war, Thomas de Maizière, wird dort gehört. Mein Kollege Gerd-Joachim von Fallois beobachtet für uns das Ganze. Hat sich Thomas de Maizière eigentlich schon dazu geäußert? Also Thomas de Maizière ist hier vor 10 Minuten angekommen. Seit wenigen Minuten läuft die Sitzung. Auch der amtierende Kanzleramtschef Peter Altmaier ist heute hier zu Gast bei den 9 Abgeordneten, die das parlamentarische Kontrollgremium stellen. Dieses Gremium, was die Geheimdienste kontrollieren soll. Der BND unterliegt ja der Kontrolle, auch der Aufsichtskontrolle des Bundeskanzleramtes. Dort maßgeblich der Kontrolle des Geheimdienstkoordinators, aber eben auch des Kanzleramtsministers. Und ganz oben drüber, da thront natürlich die Bundeskanzlerin, wobei das immer schon guter Brauch war, dass man sensible Geschichten von der Kanzlerin weghält und dass es in der Tat sein kann, dass Angela Merkel, wie bei diesem berühmten Satz, abhören unter Freunden, das gehört sich gar nicht. Das hat sie gestern ein bisschen relativiert und hat gesagt, sie hat nicht für möglich gehalten, was alles möglich ist. Man muss darauf hinarbeiten, dass sowas nicht vorkommt. Also, es kann sehr gut sein, dass die Kanzlerin hier auch täglich Neues erfährt, wie überhaupt die Öffentlichkeit. Seit 14 Tagen wird ja aufgeregt diskutiert. Die Faktenlage ist eher gering. Wir wissen, dass es eine Zusammenarbeit zwischen dem BND und NSA gibt. Das ist auch nichts weiter schlimm. Das wurde vereinbart, damals eben unter der Ägide Rot-Grün Frank-Walter Steinmeier. Das geht vollkommen in Ordnung. Nach den Anschlägen im Jahre 2001 in New York und Washington hat man das vereinbart, eine gemeinsame Arbeit, um eben Terrorgefahr abzuwehren. Das scheint ja auch in dem einen oder anderen Fall sehr erfolgreich gelaufen zu sein. Beim BND hat man dann festgestellt in den Jahren 2004 bis 2008, dass der ein oder andere Suchbegriff, den die Amerikaner offensichtlich eingespeist haben in Bad Aiblingen, dass dieser Suchbegriff gar nicht das eigentliche Aufgabengebiet umfasst. Man hat diese Suchbegriffe elektronisch rausgefiltert. Das waren wohl, was wir heute wissen, an die 40.000 Suchbegriffe, die nicht weiter verfolgt wurden. Soweit, so gut. Und nach der Affäre Snowden im Jahr 2013 ist dann doch noch einem fleißigen Mitarbeiter des BND aufgefallen, dass doch noch merkwürdige Suchbegriffe der Amerikaner immer noch in den Computern des BNDs waren. Und er hat dann mal zusammengezählt, das waren dann 12.000, die man gefunden hat, die zum Beispiel Adressen offensichtlich umfassen, die Industrieunternehmen angeht, aber auch Politiker und Institutionen in Europa. Und dieses wäre natürlich nicht gedeckt vom eigentlichen Auftrag. Das wäre sozusagen nicht in Ordnung. 12.000 Begriffe hat man gefunden, offensichtlich auf 2.000 Personen und Institutionen gemünzt. Diese Liste soll auch im Kanzleramt vorliegen. Und diese Liste will natürlich das parlamentarische Kontrollgremium heute hier und morgen der NSA-Ausschuss. Diese Liste wollen sie gerne sehen. Und da hat die Bundeskanzlerin eben gerade gestern noch mal gesagt, im Moment verhandelt man darüber noch mit den Amerikanern. Ich darf noch mal daran erinnern, es handelt sich natürlich hier im Bereich der Geheimdienste um hochsensible Daten. Die Empörung der Opposition kann man nachvollziehen, dass die sagen, wir brauchen auf jeden Fall die Liste. Die SPD übrigens, der Koalitionspartner der Union, will diese Liste auch sehen. Das Problem, was Angela Merkel und die Iren haben könnten, ist, dass aus dem einen oder anderen Ausschuss, auch aus dem PKGR in den letzten Jahren, doch Sachen rausgesickert sind, die natürlich hochsensible Daten betreffen könnten. Und deswegen muss da eine Güteabwägung stattfinden. Was kann man, was soll man den Abgeordneten vorlegen? Da treffen die Meinungen aufeinander. Das wird sicherlich auch nicht heute zu entscheiden sein. Hans-Christian Ströble, er ist der Obmann der Grünen hier im PKGR, Parlamentarischen Kontrollgremium. Und er war der Einzige, der hier vor der Sitzung sich vor die Presse gestellt hat. Überhaupt hat ja die Opposition ein leichteres Spiel bei diesem sehr sensiblen Sachverhalt von Geheimdiensten. Die Opposition hat die Deutungshoheit. Die Minister können in der Öffentlichkeit eigentlich nichts sagen wegen der Geheimhaltungspflicht. Und deswegen nutzt das die Opposition verständlicherweise auch ordentlich aus. Und ganz vorneweg der alte Fuchs Hans-Christian Ströble. Wir wollen mal hören, was er hier eben gesagt hat. Also ich gehe in diese Sondersitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums mit der Hoffnung, dass Herr Altmaier, also der Chef des Kanzleramtes, der jetzige, uns definitiv mitteilt, wann uns die Liste der Selektoren zur Verfügung stehen. Ich hoffe, er sagt morgen, weil morgen ist die Sondersitzung des Untersuchungsausschusses, wo wir diese Listen ganz dringend gebrauchen. Wir könnten sie auch heute schon brauchen, aber ich habe gerade Akten, die uns ganz überraschend zur Verfügung gestellt werden, mir gerade angeguckt. Da sind leider diese Listen nicht dabei. Ich werde
nachher beantragen. Erstens, dass die Befragung von Herrn de Maizière wörtlich protokolliert wird, damit nicht nachher wieder Streit darüber entsteht, wer hat was gesagt und was ist auf gar keinen Fall gefallen an Äußerungen. Ich werde ferner beantragen, dass das parlamentarische Kontrollgremium befugt ist und auch einzelne Abgeordnete beim Bundesnachrichtendienst in der entsprechenden Abteilung unverzüglich einen Besuch abzustatten, um uns dort vor Ort darüber zu informieren, wie denn diese Selektoren gefunden wurden, wie zuverlässig das ist, welche Begriffe eingegeben worden sind und Ähnliches. Und ich werde drittens beantragen, dass uns sämtliche Selektoren, die seit 2004 von der NSA eingespeist worden sind, zur Verfügung gestellt werden. Das sind sehr viele, das sind vermutlich Millionen. Deshalb wollen wir die nicht im Papier haben oder ich nicht im Papier haben, sondern digital. Das heißt, dass wir auch maschinell selber nachsuchen können nach einzelnen möglicherweise Ausreißern oder Selektoren, die nicht zulässig sind. Von dem Auftritt des Bundesinnenministers erwarte ich als allererstes, wie er mir erklären kann, dass mir im Anfang Februar 2014 auf eine Anfrage an die Bundesregierung noch erklärt worden ist, über die Ausspähung von deutschen Unternehmen sei nichts bekannt. 2014. Da lagen diese Lektoren vor, da lagen die ganzen Informationen vor. Das war eine Aussage, die falsch war und die aus dem Bundesinnenministerium gekommen ist, also aus seiner Verantwortung. Und ich will jetzt wissen, warum mir da nicht die Wahrheit gesagt worden ist. Aber ich will natürlich vom Bundesinnenminister auch wissen, wann hat er was gewusst über die Ausspähaktionen, die illegal waren, die gegen deutsche Gesetze, gegen das deutsche Grundgesetz, aber auch gegen die Vereinbarung NSA, Bundesnachrichtendienst verstoßen haben. Wann hat er das erfahren? Was hat er dann getan, um volle Aufklärung zu erreichen? Was hat er getan, um das zu verhindern? Und was hat er bei seinen folgenden Besuchen in den USA gegenüber der NSA und gegenüber der US-Administration geltend gemacht? Hat er da das gemacht, was ich erwartet hätte, dass er auf den Tisch gehauen hätte und gesagt hätte, so geht das gar nicht, ihr seid wohl verrückt geworden, was ihr hier macht, ist mit den Vereinbarungen, die wir getroffen haben, nicht zu vereinbaren. Ich bin nicht sicher, dass ich auf all die Fragen ausreichend Antwort bekomme, aber das weiß ich vielleicht in zwei Stunden. Herr Ströble, können Sie kurz was sagen zu den Akten, die Sie überraschend bekommen haben? Kamen die aus dem Kanzleramt und sind das Akten, die Sie wirklich brauchen können? Oder haben Sie den Verdacht, dass es so eine Art Zückerchen, damit Sie ein bisschen ruhig sind, was die wichtigen Akten angeht? Also die Akten, die ganz überraschend, also ich habe 5 Minuten vorher, bevor die zur Verfügung gestellt wurden oder hier dann lagen, davon erfahren. Ich bin natürlich sofort hierher geeilt und habe sie mir angeguckt. Für mich sind die Akten nichts Neues. Der Inhalt ist nichts Neues. Ich gehe mal davon aus, dass es hier um die Informationen der Mitglieder des Gremiums geht, die nicht gleichzeitig im Untersuchungsausschuss sind. Aber ich weiß es nicht, das muss die Bundesregierung erklären. Ja, und der Untersuchungsausschuss tagt morgen. Der kann dann auch Menschen vorladen, die da aussagen müssen. Das parlamentarische Kontrollgremium seinerseits, das tagt hier im Geheimen. Hinterher darf man über die Inhalte eigentlich auch gar nicht berichten. Und die Kanzleramtsminister Altmaier und der Innenminister de Maizière, die sind heute hier sozusagen aus eigenem Ermessen. Die wurden gebeten, vorbeizukommen. Aber die Autorität hat das parlamentarische Kontrollgremium nicht, hier Leute einzubestellen. Aber nun sind die beiden Minister ja da und werden jetzt Zeit haben, mindestens bis zur aktuellen Stunde um 15.35 Uhr, die wir bei Phoenix Ihnen auch live zeigen. Da ist das gleiche Thema im Plenum. Also bis dahin werden die beiden Minister Zeit haben, um hier den Sachverhalt mal aufzudröseln vor den Neuen, die ja die Geheimdienste kontrollieren sollen. Und damit zurück in unser Studio.